Der FC Bayern München ist aktuell nicht in Feststimmung. Die vier sieglosen Spiele in Folge kratzen am Selbstverständnis des deutschen Rekordmeisters, bei dem man alles versucht, Trainer Niko Kovac aus der medialen Schusslinie zu nehmen. Vor allem Präsident Uli Hoeneß stellt sich vehement hinter den Kroaten. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Am Sonntag stand zudem der traditionelle Wiesnbesuch der Mannschaft an. Auch Borussia Mönchengladbach besuchte das Oktoberfest und konnte sich dabei einen kleinen Seitenhieb in Richtung FCB nicht verkneifen. Positive Nachrichten gibt es dagegen von David Alaba. Seine Verletzung ist nicht allzu schwer. Nach der Länderspielpause sollte der Österreicher den Bayern wieder zur Verfügung stehen. Alles, was beim FC Bayern München am Montag wichtig ist, erfahrt ihr an dieser Stelle. FC Bayern, Niko Kovac und die fehlende Kreativität im Offensivspiel. Der FC Bayern steckt nach der Niederlage gegen Gladbach in der ersten Krise unter Niko Kovac. Der Ballbesitzfußball führt derzeit nicht zum Erfolg. Es war Anfang Juli, als Kovac in seiner Funktion als WM-Kolumnist für die FAZ den puren Ballbesitzfußball in seiner bisherigen Form für tot erklärte. Ohne Geschwindigkeit bringt Ballbesitz heutzutage nicht mehr viel. Und wenn die Spieler im Laufe der Endloskombinationen auch noch weit vorrücken, wird der Ballbesitzfußball sogar gefährlich, weil bei Ballverlust so viele Räume für den Gegner zum Kontern entstehen, schrieb er. Berauscht war Kovac damals noch vom Sieg seines Ex-Vereins Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale gegen seinen neuen Verein FC Bayern. 23:77% lautete im Berliner Olympiastadion das Ballbesitzverhältnis, 3:1 Tore aber das Ergebnis. Dem aggressiven Gegenpressing und schnellen Umschalten, phasenweise auch dem Zurückziehen und Kontern seiner Mannschaft sei Dank, gleichzeitig dem Ballbesitzfußball der gegnerischen. Wer den Text über das Problem Ballbesitzfußball weiterlesen will, kann das hier tun. Die Highlights zur Niederlage des FC Bayern gegen Gladbach hier kostenlos im Video am 7. Spieltag der Bundesliga empfing der FC Bayern am Samstagabend Borussia Mönchengladbach. Seht hier die Highlights des 0:3 im Video. FC Bayern, Uli Hoeneß stärkt Niko Kovac erneut den Rücken, bis aufs Blut verteidigen. Uli Hoeneß hat Bayern Münchens unter Druck stehenden Trainer Niko Kovac nochmals in typisch deftiger Manier das Vertrauen ausgesprochen. Ich werde Niko Kovac verteidigen bis aufs Blut, sagte der 66 Jahre alte Präsident des kriselnden Fußballrekordmeisters im Kicker und versicherte, entgegen anderer Eindrücke entschieden, bei uns herrscht die totale Ruhe. Hoeneß versuchte auch, seine kontrovers diskutierte Aussage zur großen Rotation unter Kovac zu entschärfen. Für die vielen personellen Wechsel müsse der Trainer am Ende auch den Kopf hinhalten, hatte der Bayern-Boss in der vergangenen Woche gesagt. Nun meinte Hoeneß, er habe bei dieser Äußerung nicht eine Sekunde daran gedacht, Kovac zu schwächen, hier geht's zur ganzen Meldung. Nach Niederlage gegen Gladbach auf die Wiesn, die Bilder zum Oktoberfestbesuch des FC Bayern. Am Samstag verlor der FC Bayern sein Heimspiel gegen Gladbach, am Sonntag stand dann der traditionelle Besuch der Mannschaft auf dem Oktoberfest an. Wer macht die beste Figur in der bayerischen Tracht? Hier kommen die Bilder zum Wiesnausflug des FCB. Hoeneß stärkt Trainer Kovac, stehe, wie eine Eins, für ihn ein. Präsident Uli Hoeneß vom kriselnden Rekordmeister Bayern München hat dem viel kritisierten Trainer Niko Kovac den Rücken gestärkt. Er stehe, wie eine Eins, für Kovac ein, sagte Hoeneß der Süddeutschen Zeitung am Sonntag und fügte an, egal, was in den nächsten Wochen passieren wird. Die Münchner hatten am Samstag 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Sie sind seit 4 Spielen ohne Sieg und in der Bundesliga-Tabelle abgerutscht.
Präsident Hoeneß, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und auch Sportdirektor Hasan Salihamidžić hatten bislang nicht zu Kovač geäußert und dem Trainer auch nicht das Vertrauen ausgesprochen. Nach Kantersieg, Gladbach stichelt bei Instagram gegen Bayern Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Bayern am Sonntag auf dem Münchner Oktoberfest gefeiert und dabei gegen den Rekordmeister gestichelt. Bei Instagram postete die Borussia auf ihrem offiziellen Account ein Foto von Kapitän Lars Stindl und seinen Teamkollegen von der Wiesn. Woher die Jungs wohl die Lederhosen haben, schrieben die Fohlen als Bildunterschrift unter das Foto. Krisenwiesen beim FC Bayern München, das sagen Neuer und Co. Durch das 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach ist der FC Bayern München tiefer in die Krise gerutscht. Trotzdem stand am Sonntag der Besuch des deutschen Rekordmeisters auf dem Oktoberfest an. Dort äußerten sich Manuel Neuer und Co. zur aktuellen Krise. Die Aussagen der Krisenwiesen findet IHT hier. FC Bayern gibt Diagnose bei David Alaba bekannt. Aufatmen im Lager des deutschen Rekordmeisters. David Alaba hat sich bei der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach keine schwere Verletzung zugezogen. Der Abwehrspieler erlitt einen kleinen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel, wie der FC Bayern auf seiner Homepage bekannt gab. Damit wird der 26-jährige Defensivspezialist Trainer Niko Kovač dank der Länderspielpause bereits im nächsten Ligaspiel beim VfL Wolfsburg wieder zur Verfügung stehen. Die Reise zur österreichischen Nationalmannschaft wird Alaba aber nicht antreten. FC Bayern, Joshua Kimmich ledert gegen Gladbachs Christoph Kramer. Verteidiger Joshua Kimmich vom FC Bayern hat nach der 0:3 Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach gereizt auf Aussagen von Weltmeister Christoph Kramer reagiert und außerdem einen Großteil der Fans in der Allianz Arena kritisiert. Die stellen sich jetzt so hin nach einem 3:0, aber bekommen in den letzten Jahren hier immer die Hucke voll, da sagt auch keiner was, sagte Kimmich in der Mixzone angesprochen auf Kramers Aussage, dass man als Gegner bei den Bayern derzeit nicht übermäßige Angst verspüre. Ist ja schön, dass die anderen jetzt auch ein bisschen Selbstvertrauen haben. Auch mit einigen Fans des Rekordmeisters, die die Bayern 11 bereits zur Halbzeit mit lauten Pfiffen in die Kabine begleiteten, ging der Nationalspieler hart ins Gericht. Das waren nicht die richtigen Fans, die da gepfiffen haben. Die richtigen Fans haben wir nach dem Spiel gesehen und die stehen hinter uns. Seit 2000 die höchsten Heimniederlagen des FC Bayern. Der FC Bayern kassierte eine herbe 0:3 Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Blick in die Historie zeigt allerdings, dass es die Münchner in Vergangenheit sogar noch schlimmer erwischt hat. Wir zeigen die höchsten Heimniederlagen des Rekordmeisters seit der Saison 2000/01. Heimdebakel perfekt. Gladbach verschärft die Krise bei den Bayern. Kein Plan, keine Leidenschaft und die zweite Niederlage in Folge in der Bundesliga. Bayern München steckt nach einer wirren Darbietung nun wirklich in einer Krise. Das verdiente 0:3, 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach war für den Rekordmeister das vierte Pflichtspiel in Serie ohne Sieg und bringt Trainer Niko Kovač in Erklärungsnot. Der geplante offizielle Wiesnausflug der Münchner am Sonntag wird wohl keine Spaßveranstaltung. Gladbachs starker Neuzugang Alassane Player, 10. erwischte die Bayern bei seinem Führungsstar völlig unvorbereitet und traf im vierten Spiel in Folge. Kurz darauf bestrafte Lars Stindl, 16. bei seinem Comeback nach mehr als fünfmonatiger Zwangspause einen haarsträubenden Patzer von Thiago und stellte die Weichen für den ersten Gladbacher Auswärtssieg seit Februar 2018. Ein Treffer von Bayerns Robert Lewandowski, 67. wurde wegen einer knappen Abseitsstellung nicht gegeben. Für den Schlusspunkt sorgte Patrick Herrmann, 88. Gengis Sünder von der Roma im Fokus der Bayern.
Neben Arsenal und Manchester City ist nun auch der FC Bayern auf den türkischen Flügelspieler Cengiz Ünder von der AS Rom aufmerksam geworden. Das berichtet jedenfalls calciomercato.com. Die Römer sind derzeit noch nicht gewillt, Ünder abzugeben, doch der deutsche Rekordmeister sieht in ihm wohl einen möglichen Nachfolger für Arjen Robben. Als Ablösesumme wird eine Summe um die 60 Millionen Euro genannt. In Rom besitzt der 21-Jährige einen Vertrag bis 2022. Mehr zum FC Bayern München.